Hallo Wilma. Hallo, Freddy. Hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Wilma, was ist denn los? Du stopfst ein Radieschen nach dem anderen in deinen Mund. Du hast so viel leckeres Gemüse dabei. Lass dir doch Zeit mit dem Essen und genieße. Ich esse dir schon nichts weg. Nein, nein, Angst. Ich habe keine Angst, dass du mir alles weg isst. Es schmeckt einfach so lecker, dass ich nicht aufhören kann, schnell weiterzuessen. Wo hast du denn das alles her? Hast du das gekauft? Nee, das habe ich von meiner Mama. Deine Mama muss ja Körbe voll Gemüse kaufen, wenn sie so viel zum Essen für dich besorgt. Nein, meine Mama muss sich nicht abschleppen. Wieso denn nicht? Wo hat sie denn das Gemüse her? Natürlich aus unserem Garten. Da wächst das alles. Deine Mama ist ja klasse, wenn sie so viele leckere Sachen im Garten hat. Mama ist eine richtig tolle Gärtnerin. Und wo hat deine Mama die Gemüsepflanzen her, die bei euch im Garten wachsen? Aus ganz vielen kleinen Tütchen. Die Samenkörner aus den Tütchen sät sie in die Erde. Das ist ja ein Wunder. Aus einem Samenkorn wird ein Radieschen. Unglaublich. Du sagst es, das ist ein Wunder. Aber sag mal, wo kommen denn die Samenkörner her? Du wirst es heute aber ganz genau wissen. Wie die Samenkörner entstehen und noch viel mehr, das hören wir heute in der Geschichte. Die Welt ist fast schon fertig. Es gibt Sonne, Mond und Sterne. Es gibt das Land und das Meer. Und im Wasser wimmelt es von unzähligen Fischen und bunten Wasserpflanzen. Aber das Land sieht noch leer aus. Gott sagt, auch am Land soll es Leben geben. Auf der Erde sollen Pflanzen wachsen. Und Gott macht ganz kleine Pflanzen, die Gänseblümchen, die leuchten weiß im Gras. Und der Löwenzahn blüht wunderschön gelb. Die Blüten tragen in ihrem Inneren kleine Samenkörner. Ist die Blüte verblüht, dann fallen die Samenkörner auf die Erde und eine neue Pflanze mit neuen schönen Blüten entsteht. Auch das hat Gott sich ausgedacht. An anderen Stellen wächst grünes Gras mit ganz feinen Halmen und es gibt auch ganz große Pflanzen. Bäume mit Kirschen, Äpfeln und Nüssen. Und das Gemüse hat Gott sich auch ausgedacht, damit wir was Leckeres essen können. Gott schaut sich das alles sehr genau an und es gefällt ihm. Das ist gut, sagt er. Und er hat ganz viel Lust, noch mehr zu schaffen. Denn da fehlt noch etwas. Elias? Die Tiere. Das findet Gott auch. Gott hat sich überlegt, auf der Erde sollen Tiere leben. Und Gott macht alle Tiere. Die großen wilden Tiere und auch ganz kleine zahme Tiere. Tiere, die auf dem Boden kriechen und Tiere, die fliegen können. Tiere, die Milch geben. Und schaut mal, auf manchen Tieren kann man sogar reiten. Gott freut sich über jedes einzelne Tier, das er macht. Nun ist die ganze Welt voller Leben. Es ist bunt, lebendig und manchmal auch ganz schön laut. Warum hat Gott denn die Welt so wunderschön gemacht? Wisst ihr das? Weil Gott uns lieb hat und er möchte, dass es uns auf der Erde richtig gut gefällt. Beten wir noch zusammen? Lieber Vater im Himmel,
Vielen Dank, dass du die Pflanzen so schön gemacht hast. Wir freuen uns über die vielen verschiedenen Blumen und dass alles so schön grün ist und wächst. Danke auch für die Tiere, für die Vögel, für die Regenwürmer, für die Marienkäfer und für alle anderen kleinen Tierchen in unserem Garten. Amen. 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 Ich bin schon gespannt, wenn ich wieder heimkomme. Irgendwie war Mama heute früh anders als sonst. Na klar, heute ist doch Muttertag. Freddy, hast du das vergessen? Oh weia, ich wollte ihr doch eigentlich ein Geschenk basteln. Das habe ich total vergessen. Kein Problem, da kann ich dir helfen. Nimm einfach ein bisschen Gemüse von mir mit. Darüber freut sie sich bestimmt auch. Oh ja, das ist eine prima Idee. Sag mal, gibt's denn auch einen Freddy-Tag? Einen Freddy-Tag? Dann will ich aber auch einen Wilma-Tag haben. Das machen wir. Einen Wilma-Tag für dich und einen Freddy-Tag für mich. Hast das Land gehört?